Also der Silvan liegt jetzt auf dem Rücken und jetzt setz mal bitte deine Fußsohlen auf und heb dabei deine Knie. Sehr gut. Und jetzt sollten wir darauf achten, dass in dieser Haltung im Kniegelenk ungefähr 90 Grad Winkel besteht. Das heißt, in diesem Fall müssen die Beine noch ein bisschen geöffnet werden. Sehr gut. Und wenn er sich jetzt so im Grunde locker ablegt, dass man jetzt ganz normal liegt, dann seid ihr alle Sportstudenten. Das heißt, die natürliche Doppel-S-Stellung der Wirbelsäule sollte schon ein Begriff sein. Und genau in diesem Moment wird es spürbar, denn jetzt, wenn er, obwohl er ganz noch entspannt liegt, kann ich meine Hand wunderbar auf sein Kreuz legen. Und das ist die neutrale Luftstellung. Also einfach im Liegen ist das gleiche Hohlkreuzphase in dieser Haltung. Und beim Pilates wird jede Übung im Grunde aus dieser Haltung ausgeübt. Das bedeutet, grundsätzlich wird eigentlich erst nicht der Rücken runtergedrückt auf den Boden, sondern die Doppel-S-Stellung der Hüfte bleibt der Wirbelsäule. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, dass ihr geht ja gleich in der Erarbeitungsphase der Gruppe und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt diesen Punkt hier versteht. Nur, und zwar wirklich nur, wenn die Fußsohlen den Boden verlassen. Nur dann geht man aus dieser neutralen Hüftstellung in die sogenannte Infant-Release-Stellung. Den Namen müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber es ist wichtig, dass ihr genau in dem Moment den Rücken auf den Boden drückt. Also quasi, dass Silvan jetzt meine Hand auf den Boden festnagelt. Geht mal bitte die Beine. Und das seht ihr jetzt natürlich schlecht, aber deswegen geht ihr in die Partnerarbeit, dass in dem Moment er mit seinem Rücken meine Hand richtig auf den Boden drückt. Und dann ist er in der Infant-Release-Stellung, wie gesagt, nur dann angewendet, wenn die Beine den Boden verlassen.